Herzlich willkommen bei Bosch Rexroth. In diesem Video wird erklärt, wie man eine Siemens S5-Steuerung über das Bosch Rexroth IoT Gateway auslesen kann. Zur Anwendung einer Siemens S5-Steuerung an das Bosch Rexroth IoT Gateway ist es zunächst sinnvoll, über die Hilfefunktion die Anleitung zur S5-Steuerung zu lesen. Dies ist daher erforderlich, da ein S5-LAN-Adapter benötigt wird, weil diese keine Ethernet-Schnittstelle besitzt. Wurde die S5-Steuerung zur Auslese vorbereitet, kann über die App Devices eine entsprechende Steuerung angelegt werden. Dafür wählt man in der linken Seitenleiste der App Devices Create a New Device S5 Control aus. Nach Eingabe des Namens und der IP-Adresse der Steuerung kann über Create bestätigt werden. Um nun einen Variablenwert aus dieser auszulesen, muss die Variable als Endpoint erzeugt werden. In diesem Falle wird das Merkerbyte 0 ausgelesen, nachdem über Save der Endpunkt gespeichert wurde. Zur Überprüfung der Richtigkeit der eingegebenen Werte werden die einkommenden Daten über die Diagnostics-App eingesehen. Ist der Reiter Quality dort auf Good und stimmen die restlichen Spalten mit unseren Eingaben überein, wurde das Device erfolgreich im IoT Gateway angelegt und tragen zur Transparenz der Fertigung bei. Zur Auslese weiterer Variablen aus der S5-Steuerung müssen nur noch weitere Endpunkte in dem bereits erzeugten Device angelegt werden.